So, und letzte Aufnahme für heute. Der Alex jetzt gleich weg muss. Jetzt ist halt bloß die Frage, ob ich jetzt dann Battlefield spiele oder nicht. Oder ob ich doch nur stream. Mal schauen. Mal schauen, ja. Wow. Maschalle. Da ist ein kleiner Villager. So, jetzt hat. Ja. Ich hab den jetzt kurz hinschubsen müssen, wo er hingehört. Was ist mit dem Villager? Darunter. Nicht auf dumme Ideen kommen. Der ist irgendwie falsch gespawnt. Hm. Ha. Also entweder hat mein Bubble Elevator funktioniert. Oder? Nicht. Lol. Wow. Nice. Und dann ist der Mini-Villager tot. Nee, er lebt noch, er lebt noch, er lebt. Ja, ja, also bis jetzt funktioniert's und... Das funktioniert nicht. Ja, mehr. Doch, 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 es funktioniert noch. Nice. Ja, hier schon ein zweiter. Lol, der hat mit Karotten nach mir geschmissen. Sind wir schon voll am Moment bumsen hier. Aber Alex. Der Karotten nach mir, what the fuck? Was, der schmeißt Karotten nach dir? Ja. Geil. Ich brauche eine Trapdoor. Aber wir müssen jetzt dann aufpassen, weil so wie du gesagt hast, dass dann jetzt nach und nach wieder Boris kommen. Dürfen wir keine Villager mehr schlagen jetzt dann. Also ich sehe einen, wo ist der andere? Bitte nicht. Da hinten ist der Farmer. Ja, der Farmer ist da. Ich bin der Farmer. Bin auf dem Land geboren und melke meine Kühe. Was? Wo ist der andere Kleine? So, wahrscheinlich ist er rausgerannt. Okay. Me are the Farmer. Ich hab doch Andesit. Oder machen wir das mit. Also sagen wir mal Granit. Polish Granit. Zack. So. Ja, tatsächlich, der ist nach draußen gerannt. Mein Plan funktioniert. Haben wir jetzt wieder eins Villager im Dorf. Ein kleine. Geil. Der, wenn jetzt. Weißt du, was ich jetzt predikte, dass der entweder in dein Haus oder in mein Haus wieder rennt? 100 Pro. In mein Haus lasse ich nicht rennen, weil ich stelle mein Bett jetzt oben wieder auf. Ja, das funktioniert bei mir nicht mit den Katzen. Sonst kann ich die Miezis vergessen. So. Muss halt Treppen nach oben bauen. So schwul. Aber oben könnte ich sie dann. Ja, nee, aber wenn ich Leitern dann wieder hinmache, dann spawnen. Das ist halt doof, dass die einem immer hinterher spawnen, finde ich. Was? Katzen? Ja. Warum ist es doof? Weil du die einfach nicht auf einmal rumrennen lassen kannst dann. Ja. Ich würde die halt lieber daheim rumlaufen lassen. Das ist ein Vollidiot.
Duty drin. Ja. Ja, brave Lilith! Lilith hat sich aufs Bett gelegt! Erstmal so das gemacht, was ich von ihr wollte. Tyrit und dann wieder Magma. Sehr gut. Ist das Wasser nämlich auch gleich beheizt noch? Sehr gut, das bauen wir so. Jetzt wird schon wieder Nacht, Alter, das Spiel, ne? Lol, bitte. Ich werd angeschnurrt. So, also, ich hab's im Prinzip für die Aufnahme-Session. Du bist jetzt durch, oder was? Ja, ich hab meinen Villager Breeder fertig. Das hat es länger gedauert als gedacht. Wir werden heute leider doch nicht streamen. Ja, ich. Schade. Ich vielleicht. LOL, zwei! Komm, man kann schlafen. So, ja. Ich hier schon schlafen. Köstlich. Ich werd angeschnurrt. Und ich auch. Krieg mal wieder nichts. Ich habe einen String bekommen. Doch, da draußen wird eine Feder im Swimmingpool liegen. Die hole ich mir nicht. Scheiß die Feder um. Obwohl, ich will Pfeile. Du hast doch eine Silk Touch Pickaxe mehr, oder? Doch, habe ich, warum? Achso. Ja, weil du die doch vorhin kaputt gemacht hattest. Ja, ich hatte zwei. Ja, aber falls du die jetzt auch nochmal kaputt machst, warte, hier. Ja, auf ein Silky Boy würde ich nicht kaputt machen. Nein. Lol. Guck, dafür wollte ich Magma haben. Hubbels. Nee, schau mal neben dich. Das sollen keine. Oh, nice, danke. Die habe ich noch von unserem Village abgezogen, bevor ich ihn. Lilith ist hier. Was? Lilith ist hier unten bei mir. Lilith, why? Sie hat sich nachteleportiert. Hallo. Ich meine, die bleibt am Bett liegen. Nee, den musst du nochmals. Die musst du vom Bett runterschubsen. Die, wenn sie am Bett von selber hinsetzt, dann sieht. Ja, sie ist schon nachgejoint. Ich will hier unten einfach, weil dann ist das Wasser gleich beheizt, Alex, you know? Ah, beheiztes Wasser. Oh, hallo. Ich würde die halt so gerne hier rumlaufen lassen. Ja, ich auch. Aber es ist ja eben das Problem, dadurch, dass sie die immer nachjoinen. Wo ist Lilith jetzt? Bei mir ist sie nicht mehr. Bei mir eben auch nicht. Die ist ja eigentlich nachportet. Sie ist auf der Kiste herunten. Natürlich. Bist du nicht ins Bett hoch, huh? Ich weiß nicht, was deine Kotze mit den Kisten haben. Keine Ahnung, meine haben voll den Kistenfable. Ein Herz für Kisten. Lilith. Das ist wie Katzen im echten Leben, die sind halt auch mit Schachteln obsessed. Das ist halt echt so eine. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Kratzbaum für 500 Euro, legst du Schachtel vor Amazon in den Badschachtel. Instant. Das ist echt so ein Katzenphänomen. Denkst du wahrscheinlich, du Vollidiot.
Ich hab dich dazu gebracht, dass du mir sowas Teures kaufst. Voll Depp. Ah! Das könnte man Katzen zutrauen, dass die sowas denken. Das ist legit so. Ja, aber jetzt. Also, ich kenne keine Katze, die sich nicht in eine Schachtel reinlegt. Ich auch nicht. So, und ich muss jetzt da unten was fixen. Größter Fehler, den du machen kannst, im Wohnzimmer Schachtel hinstellen. Die gehen dann nie wieder raus und die hassen dich 3 Tage lang, wenn sie wegschmeißt, die Schachtel. Ja. Vor allem, was für Schachteln, dass die sich neizwängen. Ja. If it sits, it fits. Mhm. Katzen sind einfach besten. The Bachelor. Go. Hallo ihr zwei. So, haben wir hier irgendwo noch einen Zaun in der Nähe, den ich schnell abbauen kann? Scheiße! Ja. Was denn? Ich hab mich verbaut. Die zwei Kleinen haben Spaß. Psst. Zwei kleine Villager oder was? Ja. Sind die Sprungplatz gebaut oder was? Nö. Ich muss es auch gucken. Warum hast du jetzt den Weed angebaut, du Vollpfosten? Wie? Loi. Hat der jetzt selber Weed anpflanzt? Das war doch gar kein Weed unten. Ja, das hat er wahrscheinlich von seinem alten Dorf nur gehabt oder so. Das ist ein Trottel. Der trollt dich, Alex. Richtiger Troll, der Villager. So. Die Musik geht doch voll ab hier. Ja, bei mir ist es nicht so. Habe ich denn die Schwarzeichenholzzäune eigentlich hin? Die bräuchte ich nochmal, verdammt. Ja, hallo, hallo? Wie macht man Kompostierer? Ich habe welche, Alex. Ach, du hast welche? Also einen habe ich auf jeden Fall. Stell dich da draußen hin. Nee, ich will dir was zeigen. Ich muss mir mal zeigen. Was ganz Lustiges. Was such nur ich gerade eigentlich? Fuck, was wollte ich jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, das ist ein großes Problem. Ich guck, was ist denn? Du siehst mich? Du siehst mich nicht. Leute, wie schaut das? Du liegst dann du da drin. Alter, schaut das bescheuert aus. Mach du mal. Geil. Alter. Das geht nicht nur da, warte. Oh, ja, genau, hier auch. Ja, das habe ich schon gesehen vorher. Lol, du schwimmst halt am Boden, ne? Gott, das ist bescheuert. Wieso? Weil wir es können. Why Minecraft? Why? 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 Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen wollte. Ich weiß, was ich machen wollte. Was denn? Ist nicht der Portal safer für Villager?
so, dafür brauche ich einen Nether Ziegel. Dafür muss ich in den Nether gehen. Was denn? Nether Ziegel. Ja, Nether Brick. Nether Bricks habe ich ohne Ende, Alex. Nicht Nether Racks, Nether Bricks. Die von der Festung. Ja, lol, ja, viel Spaß. Für die Idee, wo ich habe, brauche ich die von der Festung. Viel Spaß. Ich habe keinen polierten Ding mehr, scheiße. Jetzt weiß ich nämlich wieder, was ich wollte. Was denn? Polierten Diorit. Polished Diorite. Oder habe ich können, ja. Hast du da was zufällig? Ja. Ja? Ja, musst du nur suchen. Ich guck mal, vielleicht reicht das, was ich hier noch habe. Ja, okay, ich habe 1,5 Stacks fast. Das sollte vielleicht auch reichen. Twitch schon. Dann mach nämlich ein Nether-Bild. Na, ich geh zu den Nether, dann kannst du schlafen. Ja, willst du jetzt wirklich in dem Nether? Du musst in einer Viertelstunde weg. Ja, mei. What the fuck? Wie viel Cobblestone hier einfach mal ist? Ja, das hab ich alles gemacht. Du warst doch schon ewig nicht mehr im Nether. Naja, ewig würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe das Cobblestone geholt. Wie heißt's? Ich bin ein Vollidiot. Sag was Neues. Nether Quarz hast du geholt gehabt dafür. Nein, ich habe auch für meine Dingfolge Beleuchtung geholt. Glowstone. Ja, Glowstone, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. So. Oh mein Gott, was mache ich hier für einen Scheiß? Versuchst du schon wieder in Lava zu schwimmen, oder was? So ähnlich. Oh Mann. Einmal mit Profis. Ja, da die Brücke auf. Ach, du bist bei der Brücke, wo ich angefangen gehabt habe, oder was? Mhm. Ja, die geht nicht weit. Ich dachte eben schon. Bitte, Schiff. Wenn jetzt Shift versagt, ne? Du hast eine neue Tastatur, Alter. Egal, das ist kein Grund, dass sie nicht versagt. Naja. Das ist aber schon ein ganz schönes Klump. Ich hab für die einen 5er zahlt. Ja, okay. Dann nehme ich's zurück. Dann musst du hoffen und bangen, Alex. Oh Gott, Lava, 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 Lava. Mr. Lava, Lava. Bitte was? Bist du bescheuert oder was? Guardian of the Galaxy oder was? Ja, Halle, Alter. Das ist auch ein geiler Film. Da kommt er jetzt dann. Die kenne ich. Nächstes Jahr kommt der dritte Teil. Oh, cool. Da ist dann der fette Thor dabei. Hm. Der fette Thor, Alter. Bestes Meme. Kennst du einen fetten Thor? Hat der nicht irgendwie Depressionen? Er kommt einfach nicht drauf klar, dass Thanos den Snap gemacht hat. Und dass sie versagt haben und dann zieht er sich zurück in irgendein Fischerdorf und lässt sich halt übel gehen. Saft bloß, Bier, frisst Chips und jeden Scheiß. Und dann, wo sie ihn halt eben suchen und dann in dem Dorf eben finden, ist halt einfach sowas von fett. Mit der Sonnenbrillen bloß am Bademantel an. halbe Bier in der Hand. Bester Mann.
Okay, das schaut doch annehmbar aus hier. Hat man denn nicht hier, man hat doch hier irgendwo dieses Lichtlevel gesehen. Ja, wo bei F3. Ja, aber wo war denn dieses... Ich habe keine Ahnung mehr wo. Aber wo war denn dieses scheiß Lichtlevel gleich nochmal? Uff. Optifine, bla. Kann es sein, dass das dieses AB ist? Nee, ist es nicht. F3, das ist... Nee. Das ist Chunk, Block. Client Light, ach da ist sie, du Trottel. Ja. Okay, an den dunkelsten Stellen ist er auf 8. Ab 7 können Monster spawnen. Ich habe eine Nether Fortress. Also 7 habe ich hier nirgends. Na, ist gut. Ich habe sogar einen Blaze Spawner Instant gefunden. Doch, hier habe ich 7. Scheiße. Hier hätte ich 7. Ja gut, spielt das jetzt, dass ich hier Fackel in der Hand habe, spielt das jetzt auch eine Rolle? Glaubt nicht. Tut's nicht. Okay, hier am Rand habe ich überall 7. Ja gut, hier am Rand will ich ja eh Glowstone so reinmachen. Aber was, ich weiß halt nicht, was jetzt Crops und so Zeug halt brauchen, dass die wachsen. Braucht ihr bestimmt irgendwas für 10 oder sowas, oder? Nö. Nee? Kannst du mir unten gucken. Ja, aber bei dir ist die Farm um einiges höller. Nö, nicht mal. Oder? Doch. Ich glaub schon. Ja, toll, wie soll man denn jetzt da durchkommen? Wenn du so einen blöden Zaun hinstellst. Damit die Kinder nicht rauslaufen. Zaun abbauen und wieder hinstellen. Das sind keine Kinder mehr, das sind normale Villagers. Gut, dann sind die auch erwachsen geworden. Na, ich glaube, da in der Mitte ist schon extrem dunkel bei dir. Das, ja, aber das ist halt genau da, wo es halt nicht so gut wächst, ne? Oder er hat es erst gefarmt. Das kann man sagen. Der Typ farmt es ja ständig. Was machen die da eigentlich die ganze Zeit, Liebe, oder was? Wenn da Herzen sind, ja. Ich hab doch keine Herzen mehr und ich weiß nicht warum. Die sind nur da, damit sie bumsen. Nein! Scheiße! Was? Wir haben jetzt einen Panzermacher. Warum? Weil einer abkaut ist. Ja, egal. Und der rennt instant in dein Haus. Und Stu steht da auf der Truhe drauf. Was haben die alle mit meiner Truhe? Ja, weil da oben drüber das Bett steht. Ich hab doch predicted, dass die entweder zu dir oder zu mir gehen. Ich schlacht den ab. Hä? Ich lass niemanden auf mein fucking Bett. Ich schlacht den ab. Ich guck mal, was der für Trace hat. Die ersten sind nie gut. Ich wollte gerade den Zaun wieder hinplacen, auf einmal steht der schon auf der anderen Seite, der Arsch. Wir halt auf den Truhe draufstehen. 15 Kohle, 1 Smaragd und dann 4 Smaragde, einmal Eisenschuhe. Ja, das Problem bei den Rüstungsschmieden sind, die musst du erst frei traden, bevor du die guten Trades kommst. Verzaubert dir Diamantschuhe Sachen. Ja. Hat der oder was? Ja, kann der haben. Nice. Dafür musst du ihn halt erst irgendwie auf Novize oder so bringen. Ist da der ewig? Nö, nicht mal. Das sind vielleicht 10 Trades. Ja. Ja.
muss halt immer das Aktuellste traden, was er dazu bekommen hat. Ne? Also, wenn er jetzt halt einen Stufen ab hat, musst du aufhören, das erste zu traden, sondern dann tradest du das nächste. Ne? Schaust du, was dazugekommen ist und tradest das dann. Okay. Ja gut, das wird da unten schon wachsen, hier das Zeug. Also, dann können wir hier dabei schon mal, dann mache ich jetzt aber trotzdem eine... Dann mache ich jetzt eine... Diamant-Hau. Wo sieht man denn hier gleich nochmal? Man kann doch hier Erfolge angucken. Fortschritte. Warte, das ist bei Landwirtschaft ist das drin. Meine größte Leidenschaft, verbrauche eine Diamanthacke und denke dann über dein Leben nach. Und denke dann über dein Leben nach. Ja. So heißt die Errungenschaft. Meine größte Leidenschaft. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Aber wir müssen eigentlich im Prinzip die Folge beenden. Das heißt, ich werde die Folge hier noch im Nether beenden. Aber offscreen dann noch nach Hause laufen. Lauf heim, Buddy. Ja, und ich beende die Aufnahmesession auch für heute. Schau mal bei den Streams vorbei. Wann kommt die Folge raus? Ja, die vierte, oder? Ja, kann sein. Kommt dann quasi am Freitag raus. Ja. Ja. Ja, gut. Freitag. Also, haut rein. Ciao, ciao.